Yuridullahu en yukhaffif ankum ve kulikal insanu da'ifa, sagt Allah. Allah will es euch leicht machen. Warum? Denn der Mensch wurde schwach erschaffen, sagt Allah. Der Mensch ist schwach. Khuliqal insanu da'ifa. Wir haben also Schwächen. Wer kann es denn besser wissen als Allah, der uns erschaffen hat? Jeder Informatiker, der eine Software geschrieben hat, der kennt seinen Code am besten. Jeder Ingenieur, der eine Maschine gestaltet hat, der kennt sein Gerät, seine Maschine am besten. Wenn es Probleme in dieser Software, wenn es Probleme an dieser Maschine gibt, dann ruft man diese Leute, nicht wildfremde Leute, die können es ja gar nicht reparieren. Und Allah hat uns erschaffen und Allah weiß am besten, was wir für Schwächen haben, was wir für Stärken haben, was wir machen müssen. Und Allah sagt, خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Ihr habt Schwächen, sagt Allah. Deswegen, weil wir Schwächen haben, يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ. Allah will es euch leicht machen. Weil wir Schwächen haben, weil wir schwach sind. Und dieser Vers sagt uns ganz eindeutig, dass unsere Energie begrenzt ist. Unser Verständnis begrenzt ist. Und unsere begrenzte Energie sollten wir dann doch nicht für sinnlose, unnötige Sachen nutzen, weil dann haben wir gar keine Energie mehr. Die ist sowieso begrenzt, sagt Allah. Wir sind schwach erschaffen. Allah warnt uns. Aber wenn wir diese Warnungen nicht ernst nehmen und so tun, als ob wir endlos viel Energie hätten, dann können wir die Prüfung nicht bestehen, liebe Brüder und Schwestern.